Medien Stadtausbruch und Schatten eine sehr wichtige Rolle spielt. Es gibt eine Szene im Buch, in der Flora auf genau dieser Bank sitzt. Sie hat vorher eine relativ gefährliche Begegnung hinter sich gebracht. Und zwar ein Stück weiter von hier gibt es die Kutschumacher Brücke, die über die Ruhr führt. Und unter dieser Brücke, ja, trifft sie jemanden, der sie nur ganz knapp mit dem Leben davonkommen lässt. Und wie das so ist, wenn man gerade eine lebensgefährliche Bewegung hatte, ist man danach meistens ein bisschen verwirrt und müde und muss sich erstmal setzen. Flora setzt sich auf genau diese Bank hier, zusammen mit Marian, dem finnischen Austauschschüler, der bei ihm wohnt. Und die beiden haben eine sehr wichtige Unterhaltung. Ort heißt Eisenheim, hat sehr wenig mit